Hey ho und herzlich willkommen in der grünen Hölle. Ihr schaltet genau richtig ein zum passenden Wetter. Gehört hier in den Regenwald. Ah, da kann man auch einfach mal so ein bisschen zusehen und das so auf sich wirken lassen. Wenn ihr allerdings mal links oben in die Ecke guckt, da baumelt da so ein bisschen Holz. Und da wundert ihr euch vielleicht, was ist das bloß für ein Holz? Na, euer Vor-Tarzan-Buddler hat hier schon ein wenig weitergemacht. Er hat eine gewisse Forschung betrieben, was das Baumhaus angeht. Soweit waren wir beim letzten Mal. Ne? Und ich habe jetzt mal noch ein bisschen weitergemacht. Ich brauche mal meine Werkzeugleiste, meine Werkzeugkiste. Ne? Schade, das ist jetzt weggegangen. Ah, schade. Ja, muss ich wieder hinhängen. So ein paar Ranken sollen hier ruhig noch rein. Hab hier mal lustige so Materialkombinationen gemacht und da so ein bisschen Zaun hin. Ich bin für diese Zäune extra. Das hat mich so genervt. Ich habe ja hier Holz ohne Ende. Ne? Und da hätte ich ja wirklich einfach mal Zäune herstellen können, wie verrückt. Das hat mich so genervt, zu wissen, dass ich zu Hause in der Ponderosa kistenweise Zäune lagern. Dadurch, dass wir ja schon etliche Minen geplündert haben, Minenschächte. Da bin ich wirklich zurück. So. Jetzt sagt sich so viel von Holz. Zäunen, ne? Prompt klopfe ich hier. Ja, da bin ich wirklich zurück in die Ponderosa. Und wo ich schon einmal da war, habe ich mich dann auch wieder angelegt mit irgendwelchen Viechern. Und da habe ich wieder ein bisschen rumgebaut. Und irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel kann ich euch jetzt mit großer Freude sagen, dass alle Kanäle fertig sind. Ich komme jetzt in einem Zug von hier nach da. Und mit dem Boot. Huch, eine Plattform. Ja, hier ist noch eine Plattform entstanden. Ich mache jetzt hier noch so weiter. So wie es geht. Hier könnte echt so einige so Wohnungen entstehen. Einige Räume. Mal sehen. Nee, ich bin sehr glücklich, dass man wirklich jetzt durchfahren kann. Es dauert gar nicht so lange. Es kommt einem lange vor, weil wenn man da über den Ozean fährt, das zieht sich einfach. Aber es ist in Minuten gerechnet nicht so viel. Also ich bin, ich sag mal, wenn eine Ponderosa losfährt, so in aller, so am Morgen, aber in aller Ruhe, so. Da ist schon die Sonne schön klar, nicht mehr so rot. Ja, und dann ist man eigentlich schon mittags da. Also bevor es richtig Mittag ist, ist man eigentlich schon wieder hier. Es geht doch recht schnell. Eine Stelle muss ich noch machen. Da habe ich einen Tunnel gebohrt oder schon angefangen und ausgemessen. Und da muss ich demnächst mal einen richtigen Tunnel bohren und da Wasser reinlegen. Dann geht es noch schneller. Und noch eine kleine Halbinsel kaputt machen, damit ich besser um die Ecke komme. Und dann geht das wirklich rucki zucki. Das ist gar nicht so schlimm. Also ich bin hier wirklich gefühlsmäßig am Hin- und Her-Jetten. So. Ja, jetzt weiß ich im Moment. Ach so, ich war unten gerade dran, als ich einschaltete. Hier sollte so eine kleine Brücke oder beziehungsweise, ja, das geht so nach unten jetzt dauerhaft. Aber mal gucken, wie ich das jetzt so mache. Jetzt wieder eine Stufe. Uah! Ja, das passiert mir allerdings ständig, muss ich dazu sagen. Gut, aber inzwischen habe ich ja genug Proviant hier. Kann ich mich ohne weiteres... Ist das jetzt schon wieder? Es müsste doch jetzt eigentlich klappen, ne? Ja. Was jetzt noch gar nichts gebracht hat. Ah, ist das hier eine gefährliche Stelle? Ah ja, auch mal ein bisschen aus der Entfernung gucken. Ja, müssen wir noch ein bisschen verkleiden mit Grünzeug, ne? Das ist klar.
da machen wir demnächst, wenn wir da hinten die Bäume züchten, dass wir dann auch das Laub nochmal wieder mitnehmen. Dafür muss ich aber vorher nochmal irgendwo hinuntersteigen in eine Höhle. Ich habe hier nämlich überhaupt kein Silber. Völlig. Ja, machen wir das ruhig mal so und dann nochmal eine Stufe dazwischen. So, dass man auch mal irgendwie einen Weg bekommt nach unten. Ich eier mir nämlich immer noch irgendwie immer einen zurecht. Ich komme einfach nicht zur Pötte. Hier habe ich so das Gefühl, es müsste hier so eine Plattform hin. Kommt man hier nicht irgendwie runter? Mal sehen, wo ich hin muss, so ungefähr. Man sieht ja nicht viel. Ja, aber stimmt schon. Hier drunter ist, glaube ich, mein Eingangsbaum. Na, müsste man eigentlich doch auch schon was sehen können. Oder ist der das da? Nein, das muss der hier sein. Hier, ja, da ist das aus Holz. Ah, wie macht man das jetzt? Wie kommt man da am besten hin? Man könnte natürlich auch ein paar Leitern anbringen. So eine doppelte Leiterwand hier durch den Busch. Wo kommt man denn dann aus? Ja, das ist natürlich so die große Frage. Und können wir überhaupt Leitern an... Kann man nämlich nicht. Man kann keine Leitern ans Laub... am Laub befestigen. Also, ja, schade, gut. Müssen wir mit leben. Nehmen wir doch stattdessen einfach mal hier dieses rohe Holz. Das sieht besser aus als das verarbeitete. Dann denkt man, das ist Baumstamm. So, aber da können wir jetzt natürlich eine Leiter dranhängen. Und jetzt geht's mal nach unten. Aha, das ist ja schon vielversprechend. Todesmutig springe ich jetzt hier mal runter. Jetzt pass auf. Ah. Wo bin ich denn? Das ist aber perfekt. Ach, wie geil ist das denn? Entschuldigung, ich habe das böse Wort gesagt. Wie lüstern, wollte ich natürlich sagen. Wie lüstern ist das denn? Ach, und hier ist sogar ein normaler Baumstamm. Perfekt ist das. Das ist perfekt. Da läuft man hier noch ein bisschen über Blattwerk. Da habe ich noch Stufen dabei. Stufen dabei, Stufen dabei, Stufen dabei, Stufen dabei, Stufen dabei. Kleiner Sprung in der Schüssel. Da sind wir wieder ein bisschen weiter. Es ist schon wieder dunkel, ne? Ach, guck mal, den wollte ich erst doppelspurig machen, aber das ist völlig unnötig. Das geht auch so. Hier noch ein bisschen Blattwerk hin, damit man sich da nicht so verläuft. Kann man so ganz raffiniert hier mal eben so einbauen. Hier vorhin hatte ich so eine Vision, was das Ding hier anging. Huch. So nicht. Hier noch das so weiterführen. Ich weiß jetzt nicht. So doppelt oder dreifach. Vielleicht ruhig so ein bisschen. Nicht so wie so, ja, genau. Ich glaube, einfach so. Das soll ja ruhig so ein bisschen chaotisch aussehen. Das finde ich gut so. Ja. Okay, das sind solche Zitterecken.
Was mache ich denn jetzt hier? Soll ich hier noch... Hier muss ich auch irgendwie ein Geländer einbauen, oder? Das geht's ja sonst nicht. Also man kennt mich doch. Oder wenigstens doppelspurig. Komm, für eine zweite Spur haben wir doch noch genug Material. Ach, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Wie kriege ich das denn hin? Komisch. Der will mich aber jetzt hier verschaukeln. Ach so, ja klar, ich muss das hier von der unteren Kante aus anbringen. Das geht ja so auch wirklich nicht. Da muss das drunter gebaut werden. Wow. Und etwas mehr Licht wäre auch nicht schlecht. Wo habe ich denn jetzt hier eigentlich irgendwas abgebaut? Das muss jetzt weg, ne? Ja, jetzt klappt's. Und das ist auch jetzt nur einfach da unten? Ja. Und der muss weg, aber der ist noch nicht... Ah, so, ja, okay. Das war die Stelle. Machen wir den da auch direkt. Gucken wir mal, dass ich das irgendwie hinbekomme. Muss ich hier so unten drunter hereiern. Aber das Rumeiern, das ist ja nun wirklich meine Spezialität. Das tue ich hier schon von Natur aus. Da komme ich natürlich jetzt nicht ran. Dann baue ich hier mal noch so ein Blatt hin. Ja, jetzt aber. Aber da drüben. Jetzt geht's los. Ach. Ist auch wieder so eine Sache. Man muss das ja eigentlich nicht machen, ne? Ja! Ja, komm, 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 komm. Nicht darunter fallen. Nicht darunter. Ja, da wollte ich den hinsetzen. Schon nicht schlecht. Ja, komm hier weiter. Ja, von hier aus komme ich nicht mehr rauf, aber ich kann hier rüberspringen. Ja. Jump'n'Run mit dem Vorbuddler. Oh, das ist super so. Ja, hier ist wieder... Okay, das kriege ich jetzt aber nicht mehr... Nicht mehr so schön hin. Ja, wenn da so eine Seitenbefestigung durch die Blätter ist, dann kann man da sehr gut langlaufen. Stelle ich gerade fest. Jetzt bin ich einfach mal sehr pragmatisch und weiche von diesem Muster ab und setze hier eine ganz normale Stufe rein. Das ist, geht nämlich auch. Ist sowieso schön, weil das hier oben ja verjüngt. Hier darf man ja, kann man ja nicht lang. So. Falls hier nochmal so einen normalen Stamm rein, ja, mit einer Kerze drauf. Obwohl, hier steht ja erst eine Kerze drin. Ach, ist doch egal. Wir haben doch genug davon. Oh, das lässt sich jetzt total gut laufen. Natürlich ab und zu mal so ein Ast im Weg. Aber es ist nur ein Baumhaus. Jetzt können wir jetzt hier nicht so nach Bauhausarchitektonik arbeiten. So, jetzt können wir auch hier runter. Hier noch ein Geländer irgendwie ein klein bisschen andeuten. Wie sieht das... Na, so doch nicht. Wie sieht das wohl aus? Ja, ich mache die ja ganz gerne so schwebend. Ach, das geht aber sehr schön hier. Das passt genau hier drunter. Ja, jetzt habe ich mich wieder eingesperrt oder ausgesperrt, besser gesagt.
Ja, gut, da kommen wir jetzt hier lang und dann kommen wir hier lang. Ach so, warte, Moment, hier kann ich auch direkt die Treppe anbringen, ne? Ich denke, das kann man auch schon so lassen. Hier könnte noch ein Abzweig darüber gehen und dann so zu so einem Springturm ins Wasser oder sowas. Ah, super. Super. Komm, und hier mache ich noch einen höher. Und dann kommen da zwei Fackeln drauf. Also ich finde es schon mal ganz gut. Es hat jedenfalls schon was. Hier, das war auch ein Experiment. Weiß noch nicht, ob ich das machen soll. So eine Optik-Sache irgendwie. Hier ist erstmal vielleicht die wichtigen Sachen. Dass es dann hier weitergeht. Hier kann auch nochmal beleuchtet... irgendwie was beleuchtet werden. Ach, die Sonne geht wieder auf. Na gut. Okay, hier auf... muss eh noch eine... eine Lage... halb Holz hin. Hat man hier schon mal eine schöne Fläche. Das sollte eigentlich jetzt nur so auch Deko sein. Hier soll man gar nicht langlaufen müssen, können, sollen, tun, fangen, sondern einfach nur ein bisschen, ja, gucken wir mal, jetzt ist natürlich schwierig. Ich muss mich total konzentrieren, damit ich wirklich nicht dauernd runterfall. Jetzt habe ich auch schon wieder ein Problem. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Aber da habe ich ja immer meine kleine Trittleiter dabei. Die ich dann auch glatt... schade eigentlich. Ja, dafür ist sie jetzt auch wieder zu wertvoll. Dann lasse ich sie lieber hängen. Wir fallen da bestimmt öfters nochmal da runter. So, jetzt mache ich hier nämlich noch so einen Stamm höher. Der anderen Seite auch. Guck mal, ob er von unten noch rankommt. Ja, klar. Ein bisschen komisch jetzt, dass der da auf dem Blatt ist. Ja, müsste eigentlich noch einer drunter, ne? Habe ich noch 10. Ah, noch mal ein bisschen fällen gehen gleich. Oh, das hänge ich hier aber wirklich fest. Aber das ist dann wenigstens alles monstersicher. Oh. Knutsch. So. Genau auf dem Boden. Sehr dekadent, aber gut. Wir bauen uns einen Wald. Damit wir dann da rein ein Baumhaus bauen können. Ja. Da knall ich jetzt auch noch ein bisschen hier von dem Blattwerk dran. Sieht sonst ein bisschen komisch aus, so eine dicke, fette Säule da irgendwie, ne? Ah, das wird schon besser. Hopp. Wie weit man plötzlich für Sprünge machen kann, ne? Ach, und die Sonne kommt raus, wie schön. So, schau mal, wie herrlich. Das wird schon besser, da machen wir oben auch noch ein bisschen was dran. Jetzt habe ich nur leider kein Laub mehr und ich habe auch leider keine Schere mehr und ich habe auch leider kein Silber, um eine Schere herzustellen. Das sieht echt lustig aus, so.
Jetzt noch ein paar Ranken. Ich hatte noch Ranken dabei. Die können dann noch an den Baum dran. Die können überall noch dran. Ich mag ja die Ranken, ne? Oh. Komm, häng die mal da so, dass sie so ein bisschen schweben. Ach, jetzt komme ich doch nicht ran. Hier. So. Jetzt muss ich da irgendwie rauf. Ah. Lass mich hier vorbei, Mann. Du kommst hier nicht rein. So. Hurra. Wo können wir denn überall so eine Ranke hinpappen? Na, gar nicht so viele Möglichkeiten, also. Aber hier sollte noch was an den Baum stammen, ne? Vielleicht von oben. Boah, was ein Geeier. So lassen wir den jetzt da runterwachsen. Eine habe ich noch und die hänge ich hier an den Rand. Dass sie so runter hängt. Ja. Ah, oh, schön. Herrlich. Ja, gut, dann Leute, dann lasst uns mal gucken. Nächste Woche. Ach Quatsch, nächste Woche. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das Video dann auch nächste Woche. Ich habe keinen Plan, welche Folge ich jetzt hier gerade drehe. Ich mache wieder ein bisschen so hier voraus, weil ich hier gerade ein bisschen schön warm gespielt bin. Ja, Dingens. Machen wir weiter beim nächsten Mal. Ist irgendwie logisch, ne? Und ja, bis dann. Tschüss.